Die S-Bahn aus Berlin rollt vom Tieflader. Vor Jahren wurde sie hier gebaut, im ehemaligen Waggonbauwerk Halle Ammendorf. Nebenan schrauben die Mitarbeiter der Maschinenbau- und Servicegesellschaft an einem modernisierten Zug. Viele junge Leute sind darunter, aber nicht nur. Es sind ja auch ganz viele, auch noch ältere Kollegen hier, die auch ihr ganzes Leben Waggonbauer sind. Wie wichtig sind die? Ganz wichtig, weil die bringen die Erfahrung rein. Begonnen hat all das vor 200 Jahren mit der Kutschenmanufaktur des Sattlermeisters Gottfried Lindner. Später werden dort Straßenbahnen hergestellt, Busse und Eisenbahnwagen. Dass es das Werk heute noch gibt, sei beeindruckend, sagt der hallische Historiker Sven Frotscher, der seit Jahren die Chronik des Waggonbauwerkes schreibt. Wir haben im Durchschnitt bei den deutschen Unternehmen eine Lebenserwartung von 13 Jahren. 200 Jahre ist ein dickes Ding. Das ist also auch viel länger als VW, Siemens, BMW oder diese ganzen Betriebe. Es toppt die alle. Wohl dank des bekanntesten Produkts aus Ammendorf, Reisezugwagen für die sowjetischen Eisenbahnen. Sie rollen im Kaukasus, durch die eisigen Weiten Sibiriens und bis an den Pazifik. Das Waggonbauwerk ist mit 4.500 Mitarbeitern der größte hallische Industriebetrieb und hat enorme wirtschaftliche Bedeutung. Bis zu 1.000 Wagen pro Jahr werden hier hergestellt und die DDR steigt auf zum weltweit größten Schienenfahrzeugexporteur. 3% des gesamten Weltexports der DDR in diesem einen Werk. Und es war 1971 vom Westen her publiziert die größte Waggonfabrik der Welt. Doch nach Ende der DDR ohne den sowjetischen Großkunden lässt sich das Werk bald nicht mehr auslasten. Die Belegschaft schrumpft. Auch ein spektakulärer Besuch von Bundeskanzler Schröder ändert daran nichts. Im Juni 2004 verkündet der kanadische Bombardier-Konzern, zu dem das Werk inzwischen gehört, das Aus. Waggonbauer Uwe Albrecht gründet damals einen Nachfolgebetrieb mit 32 Kollegen. Sie bringen das Fachwissen, Roland Schimmeck als Investor das Geld. Dank ihm wird aus dem Werksgelände ein Industriepark, in dem heute 400 Menschen Arbeit finden. Mit 3-4 Mietern sind wir gestartet 2006 und jetzt sind wir mittlerweile 27 Firmen, die auf dem Gelände angemietet haben und da sind wir sehr stolz drauf. Ne? Heute gibt es hier wieder 210 Waggonbauer. Neue Züge bauen sie nicht mehr, aber sie modernisieren ICEs und S-Bahnen. Für das Unternehmen eine sichere Perspektive. Der Traditionsstandort Ammendorf lebt und ist der älteste produzierende Schienenfahrzeugbauer der Welt.